Topfgucker TV empfiehlt. Topfgucker TV ist heute im Restaurant Delizia am Weißen Hirsch. Neben mir ist Ina Gofrida. Ina, man kennt dich. Du bist sehr präsent in den sozialen Medien. Wir haben jetzt Woche 5 nach Schließung. Wie geht es dir und euch? Ja, es ist alles sehr ruhig. Wie geht es uns? Ja, privat geht es uns eigentlich ganz gut mit der Familie. Geschäftlich leider nicht. Also es ist Totenstille. Wir haben leider keine Arbeit und wir hoffen, dass die Krise bald ein Ende hat, weil länger darf es wirklich nicht mehr gehen. Also man sagt, im Schnitt haben die Restaurants 1-2 Monate Puffer und dann wird es bitter für ganz viele. Ina, wie sieht es bei euch aus und was erwartet ihr denn von der jetzigen Situation? Ja, mit dem, was du gerade gesagt hast, hast du vollkommen recht. Also wir haben bloß 1-2 Monate Puffer und dann ist vorbei. Also wenn die Krise länger geht, werden wir uns, glaube ich, auch auf diesem Insolvenzamt wieder treffen. Aber ich hoffe, dass das natürlich nicht passiert. Jetzt gibt es einige Aktionen, die direkt von Privatinitiativen oder auch Firmen unternommen wurden, um den Restaurants zu helfen. Es gibt Spendenaktionen. Wir sind heute hier, weil wir ein Projekt auch mit empfehlen möchten. Das ist Rettet mein Lieblingsrestaurant, ins Leben gerufen von Lust auf Dresden. Hier kann man direkt den Namen des Restaurants eingeben, den Betrag spenden und dieses wird Ende Mai 1:1 übergeben und praktisch auch dann dem Restaurant zur Verfügung gestellt. Jetzt wissen wir, und das ist auch ein Grund, warum wir hier sind, für euch, liebe Ina, hat schon jemand gespendet? Unter Angabe des Namens, es muss ein Gast gewesen sein. Ihr werdet also Geld bekommen. Was macht ihr denn mit dem Geld, wenn das ausgezahlt wird? Könnt ihr das verwerten? Wie hilft euch das? Ja, erstmal vielen Dank, dass Lust auf Dresden zu uns, also auf uns zugekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass wir das erste Restaurant mit sind, was in dieser Spendenaktion dabei ist. Vielen, vielen Dank an den Gast. Ich werde mich auch da nochmal persönlich bedanken. Ja, was machen wir mit dem Geld? Das Geld geht 1:1 in das Lokal, in das Delizia. Für alle gestundeten Rechnungen wird das dann verwendet, ne? Weil vom Staat ist ja bis jetzt leider noch nichts gekommen. Es ist in Arbeit, aber für sowas wird es dann verwendet. Also wir feiern davon keine Party. Wenn es uns dann wieder besser geht, dann auf alle Fälle. Ich wollte gerade sagen, Party wäre aber schon schön, Ina. Ja, wir feiern immer. Ne? Ja, ne? Ina, kulinarisch ganz kurz. Topfgucker TV steht ja für tolle Rezepte von super Gastgebern und tollen Köchen und haben wir mit Vito schon ganz, ganz viel gedreht. Vito ist dein Mann. Kocht er zu Hause für euch auch ab und an noch? Seit der Quarantänezeit muss er das sogar. Also ich bin froh, dass ich ihn habe. Also er bekocht uns wirklich lecker. Ja. Wir haben auch ein sehr schönes Rezept, das wir heute empfehlen möchten. Das ist ein sizilianisch-vegetarisches. Was ist es? Wie heißt es? Unser sizilianisches Gemüse, nur leckere Sachen mit drin, mit Zucchini, Auberginen, Sellerie, Tomaten. Also es ist wirklich zu empfehlen, gerade der Sommer kommt. Und wir wissen ja, wir bleiben alle gerade zu Hause und wir werden alle ein bisschen runder. Leider ist es ja so, weil wir uns nicht bewegen dürfen. Und dafür empfehle ich Ihnen wirklich unser sizilianisches Gemüse. Schauen Sie rein bei Topfgucker. Es ist ein tolles Rezept. Na, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Bleib mal ein bisschen in meiner Nähe, Ina. Also ganz vielen Dank und wir wünschen, dass Sie bald im Delizia zu Gast sein dürfen und das tolle Essen hier genießen. Ganz vielen Dank. Dankeschön. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.